Hey und willkommen zurück zu der dritten Folge von Minecraft Melee. Ja, wisst ihr noch, wie ich in der letzten Folge am Anfang erzählt habe? Von wegen, nur zwei Folgen aufnehmen und das ist ja eigentlich relativ wenig und ja, ich bin jetzt wieder da. Genau danach, ich finde das richtig geil, denn ihr müsst euch das so vorstellen. Ich so, oh mein Gott, nein, wie mache ich das nur morgen? Ich muss mir unbedingt Zettel schreiben, dass ich hier ja nichts vergesse. Und dann auf einmal lese ich so in der Konfi, ja, ihr könnt jetzt bis zu drei Folgen im Voraus produzieren. Okay. Das war cool. Oh yeah. Zumal ich irgendwie auch gerade sagen muss, ich habe auch gerade richtig Bock, hier ein bisschen was zu machen. So ist es nicht. So, dann einmal so und einmal so, weil wir müssen uns ja auch irgendwie verteidigen können. So. Damit kommt das denn erstmal alles weg. Die Stone Pickaxe, ja, ich denke mal, die werden wir noch eben ein bisschen weiter benutzen. Nein, mach das Licht wieder an, mach das Licht wieder an. Nein, ich habe kein Dings mehr. Nein, habe ich hier noch irgendwo, wo ist denn das Skelett hin, was wir hier neulich noch hatten? Was ist das? Ach, hier ist schon mal jemand runtergefallen, wie ich gerade sehe. Vielleicht wäre hier aber auch irgendwo Kohle, dass wir uns mal ein, zwei Fackeln machen können. Und ich sehe gerade so überhaupt gar nichts, ey. Oh, Mann. So. Warte mal eben ganz kurz. Video-Settings. Auf Bright stellen. Dann sehen wir wenigstens was. So. Ich höre ein Skelett. Das ist nicht gut. Da drüben haben wir noch 5 Eisen. Und da unten haben wir auf jeden Fall nochmal Holz. Ich würde aber ungern jetzt noch ein Stück weiter runter. Oh, da haben wir Kohle. Da haben wir tatsächlich Kohle. Seht ihr das? Wir haben Kohle. Ist das geil. So, jetzt mache ich hier mal ganz kurz, damit es schneller geht mit der Iron Pickaxe. Oh, wir haben Kohle. Ist das geil. Oh, Mann. Ich glaube, ich habe mich noch nie über Kohle so dermaßen gefreut. Oh. Wobei, Vein Miner wäre jetzt auch nicht schlecht. Ganze Kohle einfach einmal auf... alle auf einmal abbauen, wollte ich sagen. Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Ach ja. So. Kohle, 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 tralala. Kohle, Kohle, tralala. So, haben wir hier noch irgendwo was? Ne, sieht mir gerade nicht so danach aus. Okay, gut. Dann könnten wir gleich mal uns darüber bauen. Das können wir eigentlich, glaube ich, jetzt schon mal machen. Müsste ja eigentlich noch Cobblestones haben. Ach, toll. Wieso gibt es eigentlich keinen unterwegs 3x Try Crafting Grid, hä? So. Was? Hä? Manchmal ist, glaube ich, der Server so klein wenig laggy. Glaube ich. So. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Endlich mal in Vanilla eine vernünftige Anwendungsmöglichkeit dafür gefunden. Weil ich meine so, na okay, gut, so dekorative Ideen ist es natürlich schon ganz praktisch, die Slabs zu haben. Aber, so im Großen und Ganzen ist das jetzt ja auch nicht so, der Burner immer. So, ach, da unten ist unser Skelett, okay. So. Müssen wir hier nur nochmal wieder irgendwie hochkommen? Aua! Schieß doch nicht auf mich, du Armleuchter, ey! So, wieder schön zurück. Ich finde das lieber voll krass, dass wir hier unten jetzt so eine kleine Basis aufgebaut haben mittlerweile. Beziehungsweise dabei sind. So. Die Fackeln. Erstmal hier überall hinsetzen. Nicht, dass hier gleich wieder irgendwo was komisches spawnen und wir uns so denken, oh mein Gott, nein, bitte nicht, nein, bitte nicht, nein, nicht ins Gesicht. Oh nein, oh, was machst du denn da, oh, denken. So. Zu gern würde ich jetzt F7 drücken, ey. Aber okay, gut, so, du kommst doch mal raus und dich schmeiß ich dafür mal rein. So, da wir jetzt auch Eisen haben, würde ich sagen, wir machen uns mal eben eine Schaufel. Und ich muss so ein bisschen vorsichtig mit meinem Holz umgehen, weil so viel habe ich davon nur auch nicht. Das ist ein bisschen unschön. Aber okay, das kriegen wir irgendwie alles hin.
Jetzt müssen wir uns erstmal irgendwie um Nahrung kümmern. Weil ich meine, wir haben zwar noch 44 Brote, aber ich befürchte, die sind schneller weg, als dass ich gucken kann. So. Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Muss ich hier wieder rum. So. Die baue ich hier mal eben kurz ab. So. Krabbel. Kann da irgendwas Sinnvolles rauskommen? Aus Flints können wir nichts machen. So. Achso, warte mal. Ich wollte zum Wasser hin. So, geben wir mal das Dirt her. So. So muss ich das machen. So. Nein, 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 nein. Danke. Sehr schön. Und so. Und theoretisch, wenn das jetzt so klappt, wie ich mir das gerade denke, wie es klappt, haben wir hier. Und zwar können wir hier. Oh, Eisen. Können wir hier Getreide anbauen, hoffe ich. Ja, es geht tatsächlich. Oh, Minecraft, du bist so geil. Oh, yeah. So. 1, 2, 3, 4. So. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Und in die Richtung noch. 1, 2, 3. Nee, 1, 2, 3, 4. So ist es richtig. Oh, da unten ist jede Menge Kohle. Da muss ich, glaube ich, mal. Da muss ich, glaube ich, gleich mal runter, wollte ich sagen. So, hier nehmen wir nochmal Erde weg. So. Dann will ich nur hoffen, dass uns das keiner kaputt macht. Am besten guckt hier noch so ein Creeper vorbei, so von oben runter gesegelt. Freut sich noch in der Luft. Oh, guck mal, jemand, den ich umarmen kann. Und explodiert dabei. Dann direkt hier drauf. Dann würde ich wirklich, glaube ich, im Strahl kotzen oder so. 4. Nee, 3 und 4. Jetzt habe ich noch 9 über. Ja, gut, das ist natürlich total super, weil das reicht nämlich vorne und hinten wieder nicht. Aber es ist besser als gar nichts. So. Und wieso geht das eigentlich? Das Wasser, also ich war eigentlich der Meinung, das muss immer eine stille Wasserquelle sein, was da in der Mitte dann ist. Aber, okay, gut. So, hier haben wir die Seeds. Dann setzen wir die doch hier einfach mal so schön hin. Na, na, na. Na, na, na. Oh, da wäre ich fast runtergefallen. Das wäre aber böse gewesen. So, haben wir noch 21 Seeds. So, machen wir hier nochmal die Erde weg. So. Eben ganz kurz auf die Uhr gucken. Ja, wir haben jetzt 8 Minuten, okay. So. Und haben wir das schon mal fertig hier. Jetzt fehlt uns natürlich nur noch die Hoe, weil uns die nämlich natürlich eben kaputt gegangen ist. So, da noch mal eben zumachen, nicht, dass wir da noch runterfallen könnten. So. Und super tolles Feld gezaubert. Aus dem Eisen, was fehlt uns denn jetzt noch? Machen wir uns noch mal eben eine Axt. So. Das restliche Eisen, was wir noch gefunden haben, können wir nochmal wieder einschmelzen. Dann brauche ich definitiv mal mindestens eine Kiste. Aber wir belassen es erstmal bei einer Kiste, weil dann würde ich ganz gerne den Rest von unten hochholen. Beziehungsweise das, was ich da unten noch gesehen habe, dass wir daraus noch Dings machen. Genau, Dings ist richtig. So, was natürlich jetzt total doof ist, dass wir da nicht mehr schadensfrei runterkommen. Nee, das ist uncool. Ich glaube, ich muss hier unser Feld nochmal eben ganz kurz. So. Weil dann fließt das hier nämlich wieder runter und ich kann hier ganz bequem runterschwimmen. So. Oh, hier haben wir sogar noch viel mehr Eisen. Wir kümmern uns erstmal um das Eisen. Die kommen hier sowieso nicht in die Monster. Hoffe ich. Gerade.
Und selbst wenn, wir haben ein Eisenschwert. Wir machen sie fertig. Wir machen sie platt. Oh mein Gott. Außerdem müssen sie gegen anstürmen. Also von daher. So. Hallo. Na? Man könnte fast sagen, wir haben uns eine eigene Monsterfalle gebaut. Komm, stirb. Danke. Sehr schön. Warte, da ist ja noch so einer von den Idioten. Ah, Hilfe. Schieß doch nicht einfach auf mich. Bist du bescheuert oder so? Meine Güte. So. Die Spinne finde ich allerdings jetzt extrem uncool. Oder das tut einfach nur so, als wäre es eine Giftspinne gewesen. Egal. So. Das Eisen hatten wir jetzt hier weggesammelt. Ja, sehr schön. So, dann wollen wir hier mal eben eine Fackel hinsetzen. Dann holen wir uns hier mal eben die Kohle. Und dann noch anschließend hier das Holz. Beziehungsweise erstmal das Holz und ja, ein bisschen mehr Holz. Weil dann haben wir nämlich erstmal für den Anfang wieder ein bisschen mehr Holz. Wir können daraus noch eine zusätzliche Kiste machen. Und das Allerwichtigste ist, wir können uns daraus Fackeln machen. Puh. Und wenn jetzt irgendeiner von euch sagt, geh doch einfach wieder nach oben. Nein, das wäre viel zu einfach. Hallo? No risk, no fun. So. Weil hier ist nämlich sowieso Ende im Gelände. Außerdem möchte ich Oakwood haben. So, und da es da oben nur Dark Oak gab, müssen wir uns das halt hier unten wegholen. So. Ich habe doch nicht einfach meine... Ich habe meine Brote da oben reingeschmissen. Okay. Das macht aber, glaube ich, gerade gar nichts. Nee, das ignorieren wir einfach erstmal. So. Wieso? So. Und. So. Und 32 Fackeln. Sehr schön. Jetzt muss ich mal eben ganz kurz die Brightness wieder runterstellen. So. Damit ich wieder so ungefähr erahnen kann, wo was spawnen kann und wo nicht. So. Und sehr schön. Sehr, sehr schön. Natürlich kann da oben jetzt überall noch wieder was bohren, aber gut, ich kann hier auch nicht immer alles ausleuchten. Von daher müssen wir uns erstmal damit zufrieden geben. So, Pilze haben wir natürlich jetzt auch gefunden. Ist die mal sehr, sehr praktisch, weil daraus könnten wir uns eigentlich theoretisch eine Pilzsuppe machen. Aber ich stehe nicht so auf Pilzsuppen. Deswegen werden wir es, denke ich, mal sein lassen. So. Holz, komm mal her. Okay, hier haben wir noch mehr Ding. Oh, damit hat sich dann auch gerade unser Essensproblem hier unten gelöst. So. Okay. Okay, okay, okay. Na komm, geh kaputt. Machen wir das... Ich wollte schon gerade sagen, das wird aber ein doofes Spielchen, wenn es immer nur hin und her geht bei dir da. So. Hier eben die Kohle eingepackt. Dann wollen wir uns mal eben ganz kurz ein, zwei Brötchen in die Kauleiste drücken hier. So, da unten ist ein Mr. Creeper, der uns gesehen hat und einfach mal gekonnt ignoriert hat. Oder allerdings, er kommt gleich von hinten. Das machen diese Creeper ja auch ganz gerne. Ich weiß nicht, warum die so ein bisschen... warum die so einen kleinen Fetisch diesbezüglich haben. Aber naja, gut, man kann es nicht ändern. So. Ach, dann kommen wir hier wieder raus. Das ist auch nicht schlecht. Gut zu wissen. Oh. Mal eben auf die Uhr geguckt. 13 Minuten. Also dieser Zeitdruck, der ist echt unheimlich doof. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Das ist noch etwas, was mich an solchen Projekten dann meistens stört. Ich meine, okay, gut, es muss zwar irgendwo eine Regelung her, damit nicht einer 30-Minuten-Parts macht und die jeden Tag hochlädt und der andere nur 15 Minuten und dementsprechend rein von der Zeit her nur die Hälfte schafft. Aber... irgendwie ist das trotzdem doof. Da wäre eigentlich ein anderes System, wo ich noch gerade keine Alternative weiß, glaube ich, besser. Aber ich glaube, es gibt keine andere Alternative, weil irgendwie musst du das Ganze ja messen können. Und wie will man Arbeit messen? Das ist ja ein bisschen problematisch. So, mal schauen, was finden wir hier? Okay, damit kann ich leben. Zumal er auch voll daneben geschossen hat. So. Noch viel mehr Eisen. Oh, das finde ich gerade so super. Vor allem, ich finde das noch viel geiler, dass sich diese Ravine hier, also diese Minentunnel oder Schlucht mehr oder weniger selber
außer Gefecht gesetzt hat. Weil, wenn die Durchgänge nur zwei hoch sind und das oberste auch noch zugebaut ist, dann ist... Oh, noch mehr Kohle. Total super. So, aber ich habe eben gesehen, wir sind schon bei Minute 15 vorbei. Ganz schnell wieder nach oben. Jo, zu meinem Wasserfall. Weil wie gesagt, ich darf ja nur 16 Minuten aufnehmen. So. Na komm, hoch mit dir, hoch mit dir. Und ich würde ganz gerne vorher noch unser Eisen in den Ofen packen. Ach toll, na egal, ist ja eben so. Ich brauche ja mal eben ganz kurz was zum Zubauen da nach unten. So. Voilà. Er schmeißt mir mal eben das da rein, zusammen mit zwei weiteren Kohle. Und ich würde fast behaupten, das nehmen wir nochmal eben alles an uns, weil dann kann das wenigstens nicht gegrieft werden. Ich meine, um das Eisen wäre es natürlich auch schade, aber okay, gut. Und Disconnect. Ja, falls euch die Folge gefallen hat, wo wir mal wieder ein bisschen mehr Action drin hatten, Daumen hoch, abonnieren, kommentieren, gut bewerten, sagte ich schon. Und schaut unbedingt mal bei den anderen Mitspielern vorbei. Und für mich bleibt eigentlich nur noch eins zu sagen, glaube ich. Und das wäre bis dahin.